Neues Halloween-Update, die Downtime ist vorbei, Leute, und wir haben eine Menge Änderungen, ne? Schon direkt als allererste hier, Horde Rush als neuer Modus ist drin, schauen wir uns gleich mal rein. Ich zeige euch alles, schreibt rein in die Kommentare, Like-Button natürlich, wenn ihr euch auf das Halloween-Update freut. Da sind eine Menge Sachen, die wir jetzt runterrattern können. Zuallererst in den Item-Shop reingehen, wir haben dort ein neues Bundle, und zwar Nightmare Before Christmas, ne? Oben steht jetzt Fortnite-Mares, dann Strich Disney, ne, und dann auch, woher das Ganze kommt. Das ist relativ neu. Es stand nicht immer, woher welches Franchise kommt oder welche Kooperation. Das allererste Angebot, 3400 V-Bucks für dieses Paket. Eines von vielen, die noch rauskommen werden. Ihr habt ja vielleicht schon im Trailer gesehen, ne? Da kommt ja noch Edward raus, da kommt noch das Disney-Package raus, ne? Da kommt noch Leatherface und. Wenn ihr euch irgendwas holt, Creator-Code Histani. Jetzt, wenn ihr jetzt irgendwie im Spiel seid, eintragen. Das gilt sowohl für den YouTube-Chat als auch auf dem Twitch-Chat. Wir sind gerade live aus Hamburg. Ja, ich bin heute in Hamburg unterwegs, weil ja Epic Games das Update verschoben hat. Da sitzt übrigens Lieferando. Der hat uns Burger vorbeigebracht. Und da ist der Bürgermeister von Hamburg. Ich sitze gerade in Hamburg tatsächlich wegen der Messe. Ich bin ja nach Hamburg gereist, und weil Epic Games das Update verschoben hat, habe ich hier halt jetzt ein Setup organisiert, um natürlich das Update nochmal um 7 Uhr durchzuballern. Ich habe nur 2 Stunden Schlaf hinter mir. Aber wir haben hier abgefahrene 3000 Zuschauer, und vielen, vielen lieben Dank natürlich wie immer für diesen Support. Will ich mal auch hier im YouTube-Video natürlich ansprechen. Ich finde das immer wieder schön und wichtig, das natürlich zu appreciaten. Die weiteren Skins, die wir im Trailer gesehen haben, wie Edward Scherenhände, Cruella, Maleficent, Captain Hook und die ganzen anderen Kooperationen, originelle Skins kommen jetzt alle Tag für Tag raus. Wir haben das mal zusammengerechnet, denn wenn das immer so große Bundles werden hier wie bei den Nightmare Before Christmas Skin, dann wären das tatsächlich 30.000 V-Bucks circa, wahrscheinlich noch sogar noch mehr, weil dann noch ein paar weitere Sachen reinkommen. Unter anderem, was auch dann neu ist, ist dann tatsächlich Lego. Dort haben wir auch einen neuen Pass. Der geht diesmal ein bisschen länger als Clombo, ne? Wie gesagt, Clombo hatte ein bisschen echte Zeitdruck, weil die mit Halloween schon direkt hinterher rücken. Da ist der neue Lego-Pass. Für 1400 kriegt ihr dann auch direkt den Skin im Battle Royale, also auch in Lego, ne? Und natürlich auch dann die Lego-Gebäude. Also mal wieder auch dort einige nice Sachen drin. Ob in Lego selbst was geändert hat, das schauen wir uns nach Battle Royale an. So, schon mal Startlobby. Guckt euch mal den Himmel an. Das gibt doch mal Halloween-Vibes, ne? Und der Halloween-Battle-Pass ist auch schon mal drin. Und natürlich hat sich auch eine Menge auf der Karte getan. Guckt euch mal diesen roten Fluss jetzt an, ne? Das ist jetzt der Bloody Mary River, Leute. Die ganze Farbgebung ist ein bisschen nebliger, düsterer geworden. Bei der Statue da hinten ist ein riesen fetter Kürbiskopf obendrauf. Reckless Railways wurde durch Freaky Fields ersetzt. Da gehen wir mal direkt hin. Das ist unsere große Map-Änderung. Und das ist schon crazy, ne? Wir haben schon seit Chapter 5 keine richtig krassen Map-Änderungen eigentlich. Oder schon seit Chapter 3 eigentlich. Sobald eine Season anfängt, ne, hat es seine Map-Änderung und danach ist Ruhe. Und jetzt ballern die mit diesem Halloween-Update rein, weil das ist noch nicht alles, ne? Wir kriegen noch ein Live-Event dazu und Richtung Chapter 2. Und deswegen machen wir auch einen 24-Stunden-Stream am 1.11. in die neue Chapter 2 rein. Also kommt da rein, holt euch schon mal Getränke und Snacks. Lass uns mal Freaky Fields angucken. Hat sehr Fatal Fields Vibes, muss ich sagen. Die zwei Silos da unten rechts, das Häuschen, die riesen Kürbisse hier überall. Ach, besuche Freaky Fields und Underworld. Okay. Ja, ich würde mal sagen, das ist mal ein ordentliches Halloween-Update, oder? Und das ist nur die Map-Änderungen, ne? Beziehungsweise der neue krasse Ort. Wir suchen mal auch noch die neuen Items checken aus und gucken noch so mal ein paar andere kleinere Orte, was sich dort so geändert hat. Ja, ich spiele schon ein Spiel, das nennt sich Fortnite. Kann man untersuchen den Fernseher? Was? Was so? Alter, wo kommt der auf einmal her? Okay, crazy. Ich habe das zwar schon eingesammelt, aber hier ist das zweite Stack, ne? Die neuen Saw-Bomben. Okay, maximal 2 Stück, so wie es aussieht. Die Fernseher triggern sozusagen einen kleinen Mini-Boss, ne? Nichts super krasses. Kann man die auch irgendwie zum Explodieren bringen? Nee, ne? Die sind unzerstörbar. Die sind unzerstörbar, solange die keinen Gegner sehen, explodieren die nicht. Da suchen wir erstmal einen größeren Gegner auf. So, was wir auch bekommen haben, sind Gratis-Items. Wir haben zwar keinen kompletten Mini-Battle-Pass, aber ich glaube, das kommt schon so ein bisschen dran. Aber es ist trotzdem natürlich kein Mini-Battle-Pass, ne? Aber eine Menge Gratis-Items, indem ihr halt die Fortnite-Mehrs-Aufgaben hier erledigt, ne? Mit Sprengbilly, Gegnern Schaden hinzufügen. Bei Hordenansturm gibt es auch jetzt wieder XP-Punkte, die ihr machen könnt und. Also, Gratis-Items sind am Start, deswegen holt euch die ab. Oh, dazu kommt
kommt, dazu kommt, dazu kommt, dazu kommt. Oh, der ist schnell, der ist schnell, der ist schnell, der ist schnell. Let's go, let's go, let's go, let's go. Der sieht so geil aus, ne? Ey, das ist so schade, dass sie die ganze Chapter nichts mit diesem Zug gemacht haben, außer jetzt zu Halloween. Guckt euch mal an, wie crazy da aussieht, ne? Schade, dass sie das erst jetzt zur allerletzten Möglichkeit quasi machen, anstatt das immer season-thematisch anzupassen, ne? In Chapter 3 hätten die daraus wirklich eine Lokomotive machen können. Passend sozusagen als zu dem ganzen Steampunk-Thema, ne? Aber ja, der Zug sieht auf jeden Fall nice aus. So, schauen wir mal, wie es die Billy-Bombe gegen NPCs macht, ne? Zum Beispiel, wenn wir die jetzt aggressiv machen. Ja, dann fliegt die da. 75 Damage. Ja, 75 Damage. Boah. Ist im Prinzip wie eine kleinere Falle, ne, würde ich sagen. Man kann die in Häuser und Gebäuden verstecken, damit die ein bisschen mehr Damage machen. Okay, suchen wir weiter. Im Trailer haben wir das ja schon ein bisschen gesehen, aber Restored Reels hat sich ja auch krass verändert, ne. Sehr viel Halloween-Deko. Überall so ein bisschen Gord, Gord, okay. Das ist die Gurde. Coming soon. Neuer Fortnite-Film auf dem Weg, Leute, ne? Aber auch hier überall Kürbisse, neue Laternen. Also auch die Deko ist super, super sick. Sehr viele Details, muss ich sagen, ne? Oh, neuer Risskalibrierer. Aha, den werden wir uns mal merken, Leute. Den werden wir uns mal merken, ne? Der ist zwar wieder aufgestellt worden, nachdem er da umgekippt ist, da. Aber ich hoffe, der guckt diesmal nicht Richtung Dr. Doom, sondern Richtung Raft, so wie es aussieht, ne? Bin mal gespannt. Okay, hier ist ein Hexenkessel. Okay, der geht einfach kaputt. Interessant. Also wirklich, Restock Wheels hat sich auch nochmal krass geändert, ne? Überall Gargoyles hier. Sehr nice Aufbau. Und da ist der rote Fluss von Styx. Jetzt sieht er wirklich aus wie ein Höllenfluss. Auch die Totenschädel sind rot geworden. Bieten zwar den gleichen Dash an, aber dadurch ist das jetzt natürlich alles rötlicher. Und ich muss sagen, das sieht jetzt mehr nach Hades und Unterwelt aus als das Grüne. Das sieht jetzt auf jeden Fall passend zu Halloween aus. Finde ich gut. Sieht blutiger, gruseliger aus. Wer auch immer sich davor gruselt, ne? Mal schauen, aber finde ich nice. Auch hier so einige Flammen, auch der Thema. Alles angepasst. Grimgate komplett, Underworld komplett. Crazy. Okay, sehr nice. Uns fehlen immer noch ein paar Items. So, noch ein paar Movie-Poster, ne? Horde Rush, schon der fünfte Teil, Leute. Ein Klassiker, wie Sharknado. 200 Gold für einen mythischen Hexenbesen. Ja, der Hexenbesen ist wieder als Mobility-Item drin. Wird man aber auch tatsächlich als Loot-Drop-Fall finden können, ne? Ich habe jetzt hier in Custom Games nicht genug Gold, leider, um den zu kaufen, aber hat sich nicht großartig geändert. Man kann damit in der Luft rumfliegen, wer jetzt gedacht. Und da haben wir die Kettensäge. Episch sogar, nicht mal mythisch, ne? Damit können wir sliden. Das sieht absolut bonkers aus, Alter. So, was haben wir denn an Damage? 75. Okay, 75 Damage machen wir mit der Old Mobility. Ist halt absolut crazy, ne? Wie lange kann ich damit dashen? Ach, für immer. Okay. Ach, wenn sonst nichts ist, ne? Ah, okay, doch nicht ganz. Doch nicht ganz. Da ist ein Balken, der leer geht. Ja, 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 ich sehe es. Aber ist schon eine gute Mobility-Boost, würde ich sagen, ne? Aber ja, Rebel Roost sieht definitiv düster aus. Und das ist noch nicht mal die höchsten Grafikeinstellungen, die ich hier habe, ne? Weil, wie gesagt, anderes Setup. Mikrofon ist vielleicht jetzt auch nicht das Beste, ne? Aber es ist, glaube ich, trotzdem ganz fein alles. Alright, das ist die Kettensäge. Eines der neuen Items, ne? Der guckt auch sehr drollig. Kann man auch gut durchschnitzen. Das sieht so krass aus mit der Kettensäge. Alter, das ist so crazy. Mit der Kettensäge um die Map, 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 Map. Oh, da ist noch einer. Bleib stehen. Ja. So, schauen wir mal ganz schnell an, ob wir hier einen neuen Halloween-Content haben. Aber ich glaube gar nicht mal so viel. Wir sollen noch einen neuen Modus bekommen, ne? Ihr erinnert euch vielleicht, da gab es ja auch einen Trailer zu. Ich denke mal, dass das so ein bisschen zusammenhängt. Aber so jetzt per se auf die Schnelle sehe ich jetzt nichts unbedingt, was sich krass geändert hat. Wahrscheinlich irgendwelche neue Dolche oder vielleicht irgendwelche Halloween-Essens-Items. Aber das sieht erstmal ganz okay und solide aus. Wie sieht es mit Rocket Racing aus? Der Trailer ist zwar alt, ne? Aber wir haben trotzdem eine neue Ranked-Season in Rocket Racing. Das heißt, Rang wird wieder resettet und ihr habt wieder einen Haufen Items, die ihr freischalten könnt, ne? Indem ihr das hier durchgrindet bis Unreal. Falls euch die Zeit wert ist, die hat schon wieder 8 Wochen. Haben die Zeit hochgesetzt? Die war doch bei 3 Wochen oder sowas, ne? Neue wöchentliche Aufgaben, die ihr grinden könnt, ne? Passend zu der Thematik mal wieder. Können wir da jetzt wieder ein paar Leuchtspuren, Ladebildschirm freischalten, die nach und nach sich freischalten. Auch dort wieder mal eine Menge Gratis-Items. Kurzer Vorbeiflug in Reload. Da hat sich erstmal soweit nichts geändert, aber das ist ja auch klar. Reload wird ja nicht bei weitem nicht so gepflegt wie natürlich Battle Royale. Es ist ein fester Modus, der ab und zu mal ein paar Loot-Updates kriegt. Soll aber trotzdem irgendwann mal ein größeres Update bekommen, ne? Aber ich denke mal, das ist eher so Richtung
Richtung Chapter 6. Das macht am meisten Sinn. Für Chapter 2 gehen wir auf die Chapter 2-Karte. Da bringt es nichts, hier noch irgendwas zu aktualisieren. Ich sehe da erst ein größeres Update tatsächlich in Chapter 6, also den 1. Dezember, beziehungsweise 2. Dezember, ne? Und dann haben wir auch noch Horde Rush, ne? Hat sich, glaube ich, gar nicht so krass geändert, aber trotzdem ein neuer limitierter Zeitmodus neben Dr. Doom. Dort sind auch nochmal so ein paar Kippweltwaffen drin, wie die Minigun und die Rival. Das ist auch nochmal neu reingekommen und im Battle Royale habe ich auch noch nicht immer alles. Ach, hier ist so noch eine Menge drin, was wir schon lange irgendwie, ne? Guckt euch die Säge an. Junkrift. Was kommt da raus? Ja. Ah, schön. Schön, so ein paar alte Chapter 1 Waffen. Also wirklich ein sehr, sehr, sehr solides Update, ne? Und das war jetzt nur der grobe Überblick. Da gibt es noch viele Kleinigkeiten, Secrets und das Live-Event. Das checken wir natürlich auch im nächsten Video nochmal aus und besprechen das Ganze, wie das jetzt hier weitergeht, worauf ihr euch freuen könnt und. Deswegen Abo-Button reinhauen, wenn ihr euch jetzt schon für Chapter 2 freut, Leute, und das Live-Event. Schauen wir mal, welche Secrets wir noch finden. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob es hier noch irgendwelche geheime Änderungen gibt, die man vielleicht nicht sofort entdeckt, zum Beispiel hier. Das ist doch der Teddybär aus Chapter 3, ne? Der ist auch einfach da unten links. Seht ihr genau das meine? Dann checkt ihr das Video auf der rechten Seite aus. Da. Oder sehen wir uns im nächsten Video. Kuss. Flosse.